Die deutsche Atombombe. War das Dritte Reich wirklich so weit mit seiner Forschung, dass man diese Waffe besaß? Alliierte Geheimdienstberichte geben eindeutige Hinweise darauf. In sowjetischen Dokumenten ist von zwei Atomtests die Rede in Thüringen. Wir wissen ganz genau, es ist eine bewährte, überprüfte Quelle gewesen. Diese Quelle hatte Zugang zu Bereichen der SS, die mit Waffenentwicklung im Atombombenbereich vertraut waren. Auch soll es Hinweise geben, dass zumindest die Bombe Little Boy, die auf Hiroshima fiel, nicht US-amerikanischen Ursprungs gewesen sein soll. Und tatsächlich handelte es sich um eine Uranbombe, die nie zuvor getestet wurde. Warum sollte man eine neue Waffe, ohne sie jemals getestet zu haben, über einem feindlichen Land abwerfen? Wenn sie nicht detoniert, liefert man seinem Feind den Bauplan frei Haus. Es deutet zumindest einiges darauf hin, dass es sich bei dieser Bombe um eine deutsche handelte. Und sie musste nicht getestet werden, da sie von Deutschland bereits getestet wurde. Was denkt